kannst du singen. Way down. Way down. Bevor wir hiermit anfangen, zuerst mal eine ganz kleine Ankündigung. Das hier ist die Folge 7 von unserem Werkstatt-Vlog und es geht darin um Band 3 der Serie Perry Roden Atlantis, der schon erschienen ist und zu dem wir hier ein paar Hintergründe verlieren. Aber natürlich soll dieser Werkstatt-Vlog nur ein kleiner Platzhalter sein, bis wir das nächste echte, richtige Video fertig haben. Das haben wir ja schon ganz am Anfang verraten. Und dieses Video ist in der Mache. Hinter den Kulissen sind wir ja mit der Arbeit an dieser Miniserie fast schon fertig und ich arbeite parallel jetzt schon an der nächsten Folge von Perry Roden Spoiler-Alarm. Das wird die Nummer 20 zum Zyklus Das kosmische Schachspiel und die kommt voraussichtlich irgendwann im Juli. Bis es soweit ist, genießt jetzt erstmal diese sympathische kleine Selbstdarstellerei von Sascha Wennemann und mir. Ich habe zum Glück den Sascha. Und der Sascha ist viel besser als alles, was ich sonst auf YouTube mache. Das hast du jetzt gesagt. Ah ja, und dieses Video wurde über Zoom aufgezeichnet. Ton- und Bildqualität sind entsprechend. Seht es uns nach. Sascha und ich wurden so irgendwas um die 20.000 Lichtjahre auseinander. Das nächste Video wird wieder wie geleckt aussehen. Ich verspreche es. Sascha, ja. Du bist quasi Perry Roden Neuling. Das heißt, du hast schon Perry Roden Sachen gelesen, aber jetzt zum ersten Mal was auch geschrieben, was mit irgendwie einer Serie aus dem Perry Roden Kosmos zu tun hat. Wie war für dich so dieser Rollenwechsel? Wie hast du das empfunden? Ist dir das leicht gefallen? Dadurch, dass ich halt mich noch nicht so sehr im Periversum auskenne, war das für mich natürlich total spannend. Weil es gibt natürlich ganz viele Details, die ich als, ich sag mal, selektiver Leser, der bis jetzt nur die Miniserien gelesen hat und vielleicht mal hier und da ein Roman der Erstauflage, aber nicht so sehr im Bild ist, was da in diesen über 3000 Bänden jedenfalls passiert ist. Das war natürlich für mich so ein bisschen die größte Herausforderung und die größte Spannung, die ich dabei dann irgendwie hatte. Du hast noch gar nicht gesagt, für welche Serie wir quasi oder ich quasi schreiben darf. Es dürfte aus dem Videotitel hervorgehen. Wir haben ja schon zusammen für Serien geschrieben. Wir haben einen Roman für Biomia geschrieben, was Abenteuer im Fortnite-Universum sind. Wir haben zusammen bei Matrix geschrieben, genau wie die Lucy Good übrigens auch. War das eine Riesenumstellung, so rein handwerklich? Es ist ja so, dass, das ist ja auch kein Geheimnis, dass du die Exposés schreibst und nicht die Autoren. Und bei Madrax bzw. Matrix ist es so, dass die Autoren dort hauptsächlich ihre Exposés selber schreiben. Das ist so der größte Unterschied und das ist mir persönlich gar nicht so schwer gefallen, weil ich sehr gerne nach Exposés arbeite. Also ich mag das gerne auch, wenn andere Leute sich was ausgedacht haben, dann nochmal zu sehen. Vielleicht kann ich dem Ganzen nochmal meine eigene Note irgendwie verpassen. Wenn du jetzt so mal aus dem Nähkästchen plauderst, was war die Szene, die dir am meisten Spaß gemacht hat? Wo hast du dich am wohlsten mitgefühlt beim Schreiben? Am wohlsten gefühlt habe ich mich tatsächlich in dem Moment, wo es für unsere Helden in dieser Serie tatsächlich auf die Venus geht. Eine sehr urtümliche Welt mit Dschungel und so weiter und so fort. Und das ist ein klassisches Abenteuersetting, was ich total super finde. Also ich bin zwar auch Science-Fiction-Autor und ich mag Raumschiffe und ich mag Raumschlachten und ich mag diesen Kram. Aber wer mich kennt und meine Romane bei Madrax kennt, weiß, dass ich auch ein großes Faible für Romane habe, die postapokalyptisch sind und wo so ein bisschen verwilderte Natur drin vorkommt. Und da ist die Venus natürlich ein total dankbares Szenario mit den Viechern, die da rumfliegen und kriechen. Es gibt Sauropoden, also die klassischen Dinosaurier, die wir auch von der Erde her einstmals kannten. Wir beide jetzt nicht persönlich, aber irgendeine Ameisenart, die sofort, wenn man da irgendwie die Straßen durchbricht, so anfängt, die Menschen aufzufressen und aus der frühen Perry Roden-Zeit geprägt Ideen, wie so ein Dschungelplanet aussehen kann. Das erinnert mich jetzt gerade wieder so dran, dass wir irgendwann mal vor Jahr und Tag eine gemeinsame YouTube-Serie, was glaube ich, machen wollten, wo wir so Dino-Pornos reviewen, oder? Erinnerst du dich? Genau, da ging es um abartige Texte, die so in im Self-Publishing-Universum irgendwie auftauchen, so Dragon-Romance-Geschichten. Also es gibt, wenn man mal ins Internet reinguckt, gibt es ja durchaus abartige Geschichten. Hand aufs Herz, auf die Gefahr, dass wir den Teil rausschneiden müssen, aber gibt's Dino-Sex bei dir? Nein, gibt es leider nicht. Es werden vielleicht ein oder zwei romantische Blicke ausgetauscht, aber mehr auch nicht. Diese Venus bei Perry Roden, die ist ja, wie du hast es schon gesagt, so ein bisschen anders. Mehr Dschungel und weniger Schwefelhölle, ne? Wenn jetzt jemand diese alten Perry Roden-Romane nicht kennt und jetzt liest er hier irgendwie was von Venus, Dschungelwelt, was glaubst du, wie wird so die Reaktion sein? Das kann ich schwierig beurteilen. Es ist einfach so, dass
dass man nicht zufällig zu Perry Rhodan greift und dass man vielleicht auch so ein bisschen um die Historie weiß, dass das eine Serie ist, die in den 60er Jahren gestartet ist, dass man da vielleicht sich überlegt hat, was kann man an exotischem Setting bringen mit Blick auf die Venus. Aber es ist auf jeden Fall ein schöner Abenteuerspielplatz, oder? Auf jeden Fall. Also das ist das, was mir an dem Roman auch sehr gut gefallen hat oder an dem Exposé. Aber es ist ja nicht nur ein Dschungelroman, sondern da passiert ja noch ganz viel anderer Kram. Wir haben viele verschiedene Figuren, die dort handeln. Jeder hat so ein bisschen so seinen Handlungsstrang. Das macht das Ganze sehr, sehr spannend. Und ich bin sehr glücklich, weil wir noch relativ früh am Anfang der Serie sind. Das heißt also, die Figuren wachsen mit den Lesern so ein bisschen mit. Der Leser erfährt immer ein bisschen mehr über die Figuren. Es passieren hier Dinge, die nicht ohne Wirkung bleiben, auch für die spätere Serie. Das ist schön. Jetzt darfst du der Teil, auf den du wahrscheinlich von Anfang an gehofft hast bei diesem Gespräch. Der Exposé-Autor hört ja jetzt gerade nicht zu, wir sind ja unter uns. Jawohl. Was war so das Schlimmste, was der dir angetan hat? Das Schlimmste, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ist die Perry Rhodan-Technik. Also gerade diese Fachwörter, die man dann irgendwie wissen muss. Für mich ist Technik im Science-Fiction hat nicht so den Selbstzweck, sondern ist halt so ein Mittel, mit dem man Sachen irgendwie erzählen kann, aber für mich stehen die Figuren im Vordergrund. Deswegen war es für mich an einigen Stellen, wo es dann eben die Technik ging, schon ein bisschen mühsam. Ich hatte da natürlich sehr, sehr kompetente Hilfe. Ich habe dabei natürlich auch einiges gelernt und sollte es so sein, dass ich mich mal wieder damit beschäftigen muss. Weiß ich zumindest, wen ich da fragen kann. Also unser Chefredakteur, der Klaus Frick, gilt ja zu Recht als einer der strengeren Verlagsredakteure Deutschlands. Er ist meines Erachtens auch einer der Besten. Man muss ihn ja wirklich immer loben und in Schutz nehmen. Aber er ist schon jemand, der vergleichsweise wenig durchgehen lässt. Und ich erinnere mich zum Beispiel noch, als ich meinen allerersten Perry Rhodan-Roman geschrieben habe. Ich hatte ja vorher noch nie irgendwie auf professionellem Niveau geschrieben. Und ich bekam dann eine so lange Feedback-Mail, was da alles nicht in Ordnung war an diesem Rohmanuskript. Aber nach meinem ersten Perry habe ich gedacht, okay, das war jetzt definitiv der letzte. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jemals nochmal einen schreiben dürfte. Wie war denn das bei dir? Du hast ja mehr Romane geschrieben als ich schon. Du hast ja schon 50 auf dem Kerbholz. War es leichter für dich? Weiß ich nicht, ob das leichter ist. Natürlich, also wäre gelogen, wenn ich sagen würde, die Mail wäre nicht auch bei mir angekommen. Das ist klar, aber sie ist natürlich auch als pädagogisches Mittel gedacht. Es geht nicht darum, sozusagen zu sagen, du bist schlecht und du kannst nichts, sondern es ist, das und das kannst du besser machen. Und das ist natürlich für jeden Autoren eine tolle Sache. Da gab es dann, ich sag mal, doch durchaus wertvolle Impulse, die ich jetzt auch künftig damit umsetzen kann. Man muss natürlich unterscheiden zwischen der Privatperson, die man ist, und der Autor. Wenn man das einigermaßen auseinanderhalten kann, das lernt man mit der Zeit bei 50 Romanen durchaus auch bei Kritik, die möglicherweise von den Fans oder von Lesern kommt. Sascha, vielen tausend Dank, dass du dir heute Abend die Zeit für mich genommen hast. Also es ist später Abend, wo wir das ja aufzeichnen. Ja. Wenn du dieses Video guckst, du draußen vor diesem YouTube, dann wird es wahrscheinlich irgendwie mittags oder so sein. Aber dir, Sascha, vielen Dank, dass du dich hier bei mir eingefunden hast und ich hoffe, dass wir noch viele, viele Projekte gemeinsam bestreiten werden. Ich bin zu allen Standarten bereit. Das war's soweit von uns. Wir verabschieden uns, der Sascha und ich. Und du schaltest in 14 Tagen oder so, wie das nächste Video kommt, wieder rein. Und wir lesen uns auf jeden Fall in Perry Rhodan Atlantis.